Hallo und herzlich willkommen im August. Die Schulferien haben begonnen und die Allgäuer Festwoche steht vor der Tür, auch in unserer heutigen Sendung. Hier ein kurzer Ausblick. Moorallianz im Blickpunkt. Bundesamt für Naturschutz prüft Ergebnisse. Ein Lied für daheim. Buchenberger schreiben das Allgäu-Lied Mir Allgäuer. Und Therapie mal anders. Naturheilkunde und Entspannung in der Kemptner Altstadt. MN Gerüstbau. Schnell, zuverlässig, leistungsstark. Ihr Gerüstbaupartner aus dem Allgäu. Wir stellen alles auf. Das sind die Jungs für Ihr Gerüst. Die Moore im Allgäu wieder renaturieren, das ist wie schon mehrfach berichtet das erklärte Ziel der Moorallianz. Heute war nun die Leiterin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, zu Besuch. Sie wollte sich darüber informieren, was erreicht wurde und was noch zu erledigen ist. Wenn man nasse Füße bekommt, dann ist ein Moor in Ordnung. Auf diesen kurzen Nenner haben die Spezialisten der Moorallianz dessen Eigenheiten zusammengefasst. Beim Besuch des Birnbaumer Filz bei Halblech wurde das Ende der ersten Phase in der Arbeit eben dieser Moorallianz zusammengefasst. Dabei suchte man zunächst nach Antworten auf die wichtigsten Fragen. Wo sind unsere ganz hochwertigen Moore? Wie ist die Artenvielfalt? Welche Maßnahmen kann und muss man treffen, um die Moore zu renaturieren, zu schützen? Und wir haben parallel dazu auch die ländliche Entwicklung vorangebracht. Und das ist der Reiz an diesem Projekt. Wir haben Naturschutz, haben aber auch ländliche Entwicklung mit Förderung der Landwirtschaft, wo wir viele Projekte schon gemeinsam auch mit Geld umsetzen konnten und auch Förderung des Tourismus, sodass auch Wertschöpfung entsteht. Und da sind auch schon einige Projekte in der kurzen Zeit entstanden. Das Projekt ist aus unserer Sicht sehr gut gelaufen, auch sehr, sehr reibungslos. Es gab eigentlich kaum Konflikte mit der Landwirtschaft. Ich habe den Eindruck, dass man hier sehr gut und in beispielhafter Weise gerade auch der Naturschutz und die Landwirtschaft zusammenarbeiten. Die zweite Phase in der Arbeit der Moorallianz soll in Kürze beginnen. Sie ist auf 10 Jahre angelegt und ist mit 8,4 Millionen Euro angesetzt. 3/4 davon kommen vom Bund, den Rest teilen sich Freistaat und Landkreise. Moorschutz ist eine Daueraufgabe. Auch der Erhalt der Artenvielfalt auf unserem Globus ist eine Daueraufgabe, die auch im Allgäu nicht in 10 Jahren erledigt sein wird. Deswegen brauchen wir sicher auch im Anschluss Fördermittel und Mitstreiter, die uns helfen, diesen hohen Anspruch, nämlich der Erhalt vielfältiger, einzigartiger Landschaften im Allgäu, den auch auf Dauer zu sichern. Das ist sicher eine Aufgabe, die über 10 Jahre hinauswirken muss. Der Schutz der Moore ist nach Expertenmeinung nicht nur wichtig für entsprechende Tiere und Pflanzen. Sie könnten auch eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen. Moore sind natürlich wahre Perlen für den Naturschutz, vor allem wenn es sich wie hier um noch intakte Hochmoore handelt. Das sind Flächen, die deutschlandweit wirklich mittlerweile sehr, sehr selten geworden sind. Moore haben aber auch eine ganz wichtige Funktion für den Wasserhaushalt in einer Landschaft und für den Klimaschutz. Man muss sich einmal vorstellen, dass in den Mooren bei uns in Deutschland genauso viel Kohlenstoff gespeichert wird wie in den Wäldern. Und das, obwohl die Moore nur etwa 3-5% der Fläche beanspruchen, Wälder aber auf 30%. In der Fläche stehen. Wichtig für einen dauerhaften Erfolg ist die Zusammenarbeit von Umweltschützern und Landwirten. Ich denke, es wird sehr wichtig sein, die Streuwiesenpflege mit den Landwirten auf eine auch langfristig anhaltende Kooperation zu stellen, dass hier auch in wirtschaftlicher Hinsicht langfristig Mechanismen geschaffen werden, das Schnittgut, das Mähgut auch langfristig zu verwerten. Und es geht natürlich darum, die Hochmoore, die wir hier renaturieren wollen, dass auch das langfristig gesichert werden wird. Und beides zusammen, denke ich, wird in sehr schöner Form auch dem Tourismus hier vor Ort zugutekommen, denn es ist ja ein wunderschönes Landschaftsbild, was dadurch mit erhalten wird. Eine der ersten Maßnahmen soll die Wiedervernässung des Seemooses sein, eine Fläche, die den Bayerischen Staatsforsten gehört, in der Gemeinde Eumittelberg. Dort wollen wir modellhaft zeigen, was Moorvernässung bedeutet, welche Maßnahmen dazu notwendig sind. Das soll dann auch ein Beispiel sein, dass man anderen Beteiligten zeigen kann, in deren Gebiet ähnliche Maßnahmen geplant sind. Wann genau die zweite Phase der Förderung nun losgeht, ist noch unklar. Es gibt wohl einige Unterschriften aus Ämtern und Ministerien, die noch fehlen. Aber so wurde immer wieder betont, man sei auf einem guten Weg. Jedes Jahr im Sommer gibt es die immer gleichen Meldungen. Da werden plötzlich überall Seeungeheuer in irgendwelchen deutschen Gewässern gesichtet. In Schwandorf zum Beispiel sorgte erst kürzlich ein vermeintliches Krokodil für Unruhe. Im Laufe der Suche, die medial natürlich aufs Genaueste mitverfolgt wurde, mutierte das Tier dann schließlich zum Biber und entpuppte sich
letztendlich als Echse. In Bleichach gab es gestern einen ähnlichen Fall. Mitarbeiter der Firma Bosch hatten im Wasserkraftwerk hinter dem Firmengelände ein großes grünes Reptil gesichtet. Keiner wusste so recht, um was für ein Tier es sich handeln könnte. Ein Kaiman vermuteten die Bosch-Mitarbeiter, ein Varan vermutete die Polizei. Die zog schließlich einen Experten zu Rate, dem gelang es dann auch, das Tier einzufangen. Und siehe da, aus dem Bleichacher Kaiman wurde ein grüner Leguan, der einer Familie aus dem Garten entwischt war. Ja, und was es sonst noch alles aus dem Allgäu zu berichten gibt, das sehen Sie gleich in TV Allgäu Kompakt. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht. Feiern Sie fröhliche Feste mit Dirndl und Lederhosen von Waffenbär. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Konfiserie Heilemann. Erleben Sie Konfiseriekunst mit langjähriger Familientradition. Genießen Sie edle Pralines, feine Schokoladen und zart schmelzende Köstlichkeiten. Konfiserie Heilemann. Schokoladenspezialitäten für echte Kenner und wahre Genießer. Erleben Sie Auswahl, Qualität und Service der Extraklasse. Unser fachkundiges Personal berät Sie gerne bei Ihrem Küchenkauf. Küchenmeier. Mit Sicherheit die beste Wahl. Einfach gut leben. Servus in Stadt und Land. Jetzt neu. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Von der Planung bis zur Montage. Ihre Solaranlage ist bei uns in guten Händen. Umfassender Service und professionelle Reinigung sorgen für optimale Leistung. Lassen Sie sich kostenlos beraten. Dachsolar. Auf der Sonnenseite des Lebens. Null Bock auf. Überfüllte Hörsäle, nichts als Theorie und Blabla. Good old Germany. Lust auf echtes Wissen aus der Praxis? Du im Mittelpunkt. Studieren mit über 20 Nationalitäten in Englisch. Die Zeit ist reif. Das European Business College München. Englischsprachig, praxisorientiert. Zum staatlich anerkannten Bachelor in Kooperation mit IBS Vilnius. Erobere die Welt. Das European Business College München. Flexibel, global, anders. Die Meldungen vom 1. August 2012. Der Zusammenschluss der Kreiskliniken Unterallgäu mit dem Klinikum Memmingen wird konkreter. Der Memminger Oberbürgermeister Ivo Holzinger und der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirater haben heute Pläne vorgestellt, wie das gemeinsame Unternehmen künftig aussehen könnte. Demnach sollen die Stadt Memmingen und der Landkreis zu gleichen Teilen Eigentümer des Klinikunternehmens werden und auch gleich viele Anteile im Verwaltungsrat bekommen. Unfallchirurgische Leistungen sollen künftig in Memmingen und Mindelheim konzentriert werden. Die Allgemeinchirurgie wird in Ottobeuren stationiert sein. Wichtig ist den Verantwortlichen dabei, dass die chirurgische Notfallversorgung rund um die Uhr an allen drei Standorten erhalten bleibt. Mehr zum neuen Klinikzusammenschluss, der zum Jahreswechsel seine Arbeit aufnehmen soll, sehen Sie morgen bei uns in der Sendung. Der vermisste 72-jährige Mann aus Stuttgart ist nun tot aufgefunden worden. Wie bereits berichtet, war der 72-Jährige vermutlich am letzten Mittwoch vom Parkplatz der Fellhornbahn aus zu einer mehrtägigen Wanderung aufgebrochen, war aber in keiner der in Frage kommenden Berghütten angekommen. Bei einer Suchaktion gestern Nachmittag, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde die Leiche des 72-Jährigen in der Südwestwand der Hammerspitze entdeckt. Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal versucht nun, die Ursache des Unglücks zu ermitteln. Wegen Geldfälscherei und Zahlens mit Falschgeld sind jetzt drei junge Männer vom Landgericht Kempten zu Haft bzw. Geldstrafen verurteilt worden. Sie hatten 50-Euro-Scheine zu Hause gefälscht und diese teilweise weiterverkauft bzw. mit ihnen bezahlt. Bei dem Versuch, zum zweiten Mal im gleichen Geschäft mit den Blüten zu bezahlen, wurden die Männer ertappt. Alle drei zeigten sich geständig. Seit heute gilt die Lkw-Maut auch auf Straßen, die autobahnähnlich ausgebaut sind.
Betroffen sind davon auch zwei Allgäuer Straßen. So ist seit heute unter anderem die B19 zwischen Waltenhofen und Sonthofen für Lkw mautpflichtig. Außerdem die B12 zwischen Waltenhofen und Weidnau. Beide Straßen sind teilweise vierspurig ausgebaut und haben einen direkten Anschluss an die A980. Sie erfüllen damit die Mindestanforderungen für eine Mauterhebung. Gegen einen Busfahrer aus dem Unterallgäu wird nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Unfallflucht ermittelt. Der 78-Jährige hat am Montag bei Gessertshausen im Landkreis Augsburg offenbar eine Radfahrerin gestreift. Diese stürzte und landete so unglücklich im Straßengraben, dass weder sie noch ihr Fahrrad von der Straße aus zu sehen waren. Erst ein Polizist fand sie Stunden später tot in einem Maisfeld liegend. Der Busfahrer wie auch seine Fahrgäste gaben an, zwar einen dumpfen Schlag gehört zu haben, von dem Unfall selbst hätten sie aber nichts mitbekommen. Gegen den Busfahrer wurde Haftbefehl erlassen, dieser wurde aber gegen Auflagen ausgesetzt. Ja, und das waren die Meldungen vom 1. August und hier gibt es jetzt die Wettervorhersage. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Die Nacht ist kühl und größtenteils klar. Am Himmel zeigen sich nur vereinzelt Wolken. Am Donnerstag nehmen im Laufe des Vormittags die Quellwolken zu. Bei Temperaturen um 20 Grad bilden sich die ersten Gewitter. Nachmittags kommt es bei vorerst schwüler Hitze immer öfter zu heftigen Gewittern mit Hagel- und Sturmböen. Der Freitag wird schwülwarm. Örtliche Regenschauer und Gewitter wechseln sich mit Sonne und Wolken ab. Auch der Samstag sieht ähnlich aus. Die Sonne zeigt sich seltener und die Gewitter nehmen in Alpennähe zu. Sonntags ist weiterhin keine Wetterbesserung in Sicht. Mit 21 Grad kühlt es sogar noch etwas ab. Es regnet und gewittert weiter mit nur wenigen sonnigen Abschnitten. Ja, warum gibt es eigentlich so wenige bekannte Lieder über das Allgäu? Wenn man das Allgäuer Wanderlied von Allgäu Power oder die Festwochenhymne Nauf auf die Bank von Loser mal außer Acht lässt, sieht es ziemlich mager aus mit Songs über das Allgäu. Zwei Buchenberger wollen das aber jetzt ändern. Josef Siegel und Martin Neft haben das Lied Mir Allgäuer geschrieben. Ein weiteres Lied über das Allgäu, das die Festzelte zum Schunkeln bringen soll. Zum Mitschunkeln und vor allem eines zum Mitsingen. Doch bitte nicht irgendeines, sondern eines über das Allgäu, über die Heimat. Davon gibt es eindeutig zu wenige, zumindest wenn es nach dem Buchenberger Josef Siegel geht. Das war ganz einfach. Wir waren in Südtirol beim Skifahren mit Freunden. Und wie es so ist, nach dem Skifahren ist man in der Schirmbach. Da haben wir dann viele Lieder gehört von Südtirol, die spielt man natürlich oder singt man mit. Und da haben wir gesagt, es gibt leider kein Lied vom Allgäu. Und somit habe ich gesagt, bis nächstes Jahr mache ich für unsere Gruppe, Allgäuer Lied. Und da können wir dann in der Schirmbar unser eigenes Lied singen. Zu Hause ging es sofort an die Arbeit. Der erfahrene Hobbymusiker Siegel schnappte sich seine Gitarre und fing an, am Refrain zu basteln. Bereits nach einer halben Stunde stand die Melodie. Das Intro und der Text ging Siegel allerdings nicht so leicht von der Hand. Dafür holte er sich Hilfe von seinem Schwager Martin Neft, ebenfalls aus Buchenberg. Gebürtig stammt der zwar nicht aus dem Allgäu, beim Texten hat ihn das aber nicht beeinträchtigt. Also zunächst war es mal ganz, ganz große Freude, da überhaupt mitmachen zu können. Als Nicht-Allgäuer habe ich dann einfach mal die Augen zugemacht und habe mir überlegt, was verbinde ich eigentlich Positives mit dem Allgäu? Und dann kam der Text eigentlich relativ schnell. Ich glaube, in so 20 Minuten waren die einzelnen Strophen fertig. Die habe ich dann nochmal mit dem Seppi abgestimmt und letztlich haben wir gesagt, ja, das passt. Das sind so die Highlights, die wir eher als Allgäuer und ich als Nicht-Allgäuer sehen. Was folgte, waren viele Stunden am Mischpult, bis alle Töne richtig saßen. Aber gut, das ist jetzt.
Für den richtigen Ton der zweiten und dritten Stimme holten sich die beiden dann noch die Sängerin Martina Herz aus der Buchenberger Musikkapelle mit ins Boot. Die Martina singt ja mit mir in der Blaskapelle in Buchenberg. Und ich fand, dass unsere Stimmen, wenn wir so singen, dass sie sehr gut zusammenpassen. Und Martina findet natürlich sehr schnell eine zweite Stimme und hat sich dann auch die Mühe gemacht, gleich noch die dritte Stimme auch noch mit einzustudieren. Oder die kommt auch von ihr dann und hat auch riesig Spaß gemacht. Sie ist gekommen, top vorbereitet, wie es immer ist. Und dann hat sie die 4-5 Mal draufgesungen und dann war das Ganze eigentlich auch schon im Kasten. Von der Idee und der Umsetzung des Allgäuerlieds Mir Allgäuer war Martina Herz sofort begeistert. Und bereits jetzt fiebert sie dem ersten Auftritt vor großem Publikum, nämlich auf der Allgäuer Festwoche, entgegen. Eigentlich sehe ich von meinem geistigen Auge schon immer beim Refrain, sie alle mitsingen, hey, bin so froh, dass wir Allgäuer sind. Und irgendwo ja, stelle ich es mir einfach so vor. Damit sie auf der Festwoche aber auch standesgemäß im Festzelt aufspielen können, muss die Bandversion der Allgäu-Hymne für die Blaskapelle arrangiert werden. Auch das war und ist noch einmal viel Arbeit für Siegel. Die Musikkapelle Buchenberg setzt die momentane Fassung aber bereits ganz gut um. Es wäre mal toll, einfach ein eigenes Lied zu haben, wo die Leute mitsingen können. Und die Festwoche ist natürlich, hat sich ja die letzten paar Jahre auch gewandelt. Sehr viele Junge drin, die brauchen ein bisschen frischere Musik, habe ich gedacht. Es gehört zwar Blasmusik ins Zelt rein, aber mit der frischen Musik, ich denke, hoffe ich doch zumindest, dass man da die Jungen auch diese von dem Lied begeistern können. Geld wollen die beiden Hobbykomponisten Siegel und Neft mit der Allgäu-Hymne nicht verdienen. Sie wären bereits zufrieden, wenn ihr Lied im gesamten Allgäu und vielleicht irgendwann mal auch über seine Grenzen hinausgespielt wird. Ja, wie gesagt, die Allgäu-Hymne soll dann auf der Festwoche präsentiert werden. Und zwar am Freitag, den 17. August auf der Bühne von TV Allgäu-Nachrichten und RSA, der Allgäu-Sender. So, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht es hier weiter. Bleiben Sie dran. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiss im Factory Outlet Center in Kempten. Über 60 Jahre Erfahrung, Beratung mit Herz und Verstand. Willkommen bei Neuss. Fachkompetente Beratung im Shop sowie meisterhafte Qualität bei Reparatur und Service. Die Ferne ganz nah. Mit Wohnwagen und Reisemobilen von Ihrem Kompetenzzentrum Neuss in Immenstadt Tanners. Sie denken, eine schicke Küche, die alles kann, kostet ein Vermögen? Falsch! Auch Sie können sich all die technischen Finessen einer zeitgemäßen Küche leisten. Mit Küchenquelle. Küchen, die Sie voll unterstützen, bei allem, was Sie tun. Unser Berater kommt direkt zu Ihnen, misst und plant Ihre Küche dort, wo das am besten geht. Und damit Sie wissen, woran Sie sind, gibt's bei Küchenquelle jetzt 30% Urlaubsbonus auf alle Modelle. Jetzt Katalog bestellen oder direkt den Zuhauseplaner anfordern. Küchenquelle, Ihre Nummer 1. Einfach gut leben. Servus in Stadt und Land. Jetzt neu. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Also, nicht vergessen. Urlaubsbonus sichern und 30% sparen. Mit Küchenquelle. Ihrer Nummer 1. Grenzenlos. E-Biken durch Bayerns Passauer Land und Oberösterreich. Radeln Sie mit einem Lächeln durch herrliche Wald- und Flusslandschaften bis hinauf zu wunderbaren Panoramaausblicken und entspannen Sie im Anschluss in den Thermen oder in einem ausgezeichneten Wellness-Hotel. E-Bike-Touren und Verleihstationen finden Sie auf den Urlaubsseiten passauer-land.de. Für jede Menge Magie hat letztes Jahr das Jugendtheater Martinszell gesorgt. Zum 30. Jubiläum des Vereins führten sie das Theaterstück Aladdin und die Wunderlampe auf. Und das mit großem Erfolg.
Nun hat der Verein das Stück noch einmal auf die Bühne geholt. Grund: Aladdin und die Wunderlampe wurde mit dem Bayerischen Amateurtheaterpreis ausgezeichnet. Der größte Erfolg für das Jugendtheater Martinszell überhaupt. Zur Feier des Tages spielte das Jugendtheater Martinszell gestern eine Szene aus dem Erfolgsstück. Denn es wurde aus insgesamt 32 Bewerbungen zusammen mit anderen bayerischen Stücken ausgewählt. Wow. Doch, es war ein ganz tolles Gefühl, weil wir das einfach auch als Verein gewonnen haben. Nicht nur ich selber, sondern wir als Verein. Und es ist so ein ganz zusammengewachsener Haufen. Und wenn man dann natürlich noch so ein Erlebnis zusammen hat, ist das was ganz Besonderes. Das Stück handelt von dem Straßenjungen Aladdin, der von einem Zauberer beauftragt wird, eine Wunderlampe aus einer Schatzhöhle zu holen. Als der Zauberer versucht, ihn zu betrügen, flüchtet Aladdin mit der Lampe. Dabei entdeckt er den Flaschengeist Djinn, der seine Wünsche erfüllt. Das wäre dann wohl ich! Dadurch wird Aladdin reich und kann die schöne Prinzessin heiraten. Das Stück wurde von Sabrina Braun ein bisschen umgeschrieben. Die Grundgeschichte hat sich nicht verändert. Es gibt aber sehr viele Figuren, die jetzt so in der Originalgeschichte nicht vorkommen. Es gibt zwei tollpatschige Wachen. Es gibt einen Raben, der den Zauberer begleitet. Und auch sonst viele Volksszenen, wo viele, viele mit dabei sein konnten. Extra für die Preisvorstellung hat das Theater noch einmal die Aladdin-Kostüme ausgepackt und eine Szene eingeübt. Denn eigentlich läuft das Stück nicht mehr. Hey, was ist los? Ich wollte gerade einen Abstecher ins Badehaus. Nanu, was ist denn hier los? Neben dem Auszug aus Aladdin wurden gestern noch weitere kleine Stücke und Sketche aus dem Repertoire des Theaters gespielt. Und das ist sehr vielseitig, genau wie die Altersgruppen im Verein. Von 4 bis 72 Jahre ist alles vertreten. Also unser Motto heißt ja kulturelle Jugendarbeit vor Ort hier in Martinszell in Oberdorf. Und wollen eben unseren Kindern und Jugendlichen neben Sportverein, Musikverein, Trachtenverein eben auch das Theaterspielen näher bringen. Und fangen eben schon ganz klein an mit den Erstklässlern. Zum Beispiel die Gruppe Theatergangster. Die spielte gestern ein Gespensterstück, das extra für das Kinderhotel Oberjoch geschrieben wurde. Herr Geist, Sie haben Ihren Kopf verloren. Die machen in der Gruppenstunde miteinander ein Thema aus. Und das miteinander dann erarbeiten und Ergebnis heute aufführen. Derzeit bereitet das Theater ein neues Stück vor. Ob das auch so erfolgreich sein wird wie Aladdin, das wird die Zeit zeigen. Ein Zwicken im Rücken, ein Ziehen im Knie und ein Brennen in der Schulter, derlei Zipperlein dürften den meisten nur allzu gut bekannt sein. Bei so manchem Schulmediziner gibt es gegen solche Beschwerden oft nur eine Spritze. Und da ist es dann auch nicht wirklich verwunderlich, wenn das Ganze nach einer Woche wieder von vorne losgeht. Aber es geht auch anders. Die Naturheilkunde zum Beispiel bietet zumindest ergänzend ganz andere Therapiemöglichkeiten. Wir haben einer Heilpraktikerin in Kempten einmal über die Schulter geschaut. Es ist bereits die Atmosphäre bei der Begrüßung, die das Flair in der Altstadtpraxis von Ulrike Helbing-Schneider von normalen schulmedizinischen Praxen unterscheidet. Ruhig, sehr persönlich und ohne piepsendes Geräusch vom Stecken der Versicherungskarte. Wichtig, bevor es losgeht, das Vorgespräch. Hier entscheidet sich, wie therapeutisch vorgegangen wird. Ich sehe ihn, er kommt und wir reden und dann entscheide ich ad hoc, was ich tue. Und wenn es noch so paradox sich anhört. Der Patient oder die Patientin, der Mensch, die Menschen, wenn man so sagen darf, die da kommen, die geben mir vor, was ich für eine Arbeit leiste. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ich nicht derjenige bin, der bestimmt, was zu tun ist, sondern dass der Mensch das tut und mir mehr oder weniger die Hand reicht und ich ihm meine und dass wir das gemeinsam tun. Petra Maria Brutscher hat Probleme mit ihrem Rücken. Gemeinsam mit ihrer Heilpraktikerin entscheidet sie sich für eine Schröpfglasmassage mit anschließender Dorntherapie. Ganz wichtig vor Beginn die Hygiene. Auch Schmuck hat an den Händen nichts mehr verloren. Es gehört einfach zu einer Heilpraktikerpraxis dazu, wie jeder Arzt, der zum neuen Patient geht, sich die Hände wäscht, desinfiziert, Schmuck, Ringe, Uhren ablegt, weil es immer ein Träger von Keimen sein kann. Und ich weiß ja nie, was der Patient, der vorher da war,
vielleicht doch noch an sich hatte. Und das heißt, ich wasche mir nachher und auch bevor der nächste Patient kommt, die Hände, desinfiziere sie, sehe zu, dass mein Material, was ich verwende, desinfiziert ist und jeder Patient kriegt seine Wäsche, sein Bedarf. Also es liegt keiner auf dem gleichen Material zweimal drauf. Jetzt kann das Schröpfglas angesetzt werden. Durch den Vakuumeffekt wird die Durchblutung der Haut angeregt und das Immunsystem aktiviert. Kleinste Verletzungen der Kapillargefäße animieren den Körper dabei, sich selbst zu heilen. Die Muskulatur lockert sich, beste Voraussetzungen für die folgende Dorntherapie. Und außerdem durchaus angenehm. Also es sieht vielleicht gefährlich aus, aber es ist sehr angenehm. Es wird warm. Man fühlt, dass es durchblutet ist, es wird leichter, weil manchmal hat man ja auch so einen ziehenden Schmerz und der ist dann wirklich besser. Also das lässt nach und ich fühle mich gut. Doch Schröpfglas und Dornmassage sind nicht die einzigen Angebote von Ulrike Helbing-Schneider. Von Bachblüten über Blutegeltherapie bis hin zur Hot-Stone-Massage mit diversen Techniken versucht die Heilpraktikerin ihren Patienten zu helfen, oft auch mit ungewöhnlichen Ansätzen. Ich weiß, dass es sehr viele Angebote sind, aber es lässt sich, so wie ich es arbeite, alles mittlerweile miteinander kombinieren. Auch wenn es sich noch so verrückt anhört, die Blutegel lassen sich mit Entspannungstherapie kombinieren, Bachblüten lässt sich mit Reflexzonentherapie kombinieren. Es ist alles eine Möglichkeit, weit genug zu denken, um Naturheilkunde und Entspannung miteinander existieren zu lassen in Kooperation. Die Zusammenarbeit mit der Schulmedizin funktioniert bereits in Teilen. Gegensätze haben sich hier im Laufe der Zeit abgebaut. Wobei ich mir wünschen würde, dass die Schulmedizin und die Naturheilkunde wesentlich enger miteinander arbeiten könnte. Und ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft wirklich machbar wird, ohne dass man ständig dieses Konkurrenzdenken aufrechterhält. Das wäre bestimmt auch im Sinne der Patienten. Petra Brutscher ist inzwischen bei der Dornmassage angekommen. Zum Beispiel verschobene Wirbel, die gesamte Haltung und auch das Wohlbefinden negativ beeinflussen, werden hier korrigiert. Es entsteht genau das gleiche Bild. Linker Daumen geht hoch, rechter Daumen bleibt und die Tiefe von den Grübchen sind unterschiedlich. Wieder zurück. Ich muss dazu sagen, ich drücke die Wirbel nicht zurecht. Ich versuche, über so einen fließenden Druck Einfluss zu nehmen, dass sich die Muskulatur genau parallel der Wirbelsäule lockert und dass der Wirbel dann aufgrund des Nachgebens der Muskulatur wieder in seine Ausgangsposition zurückrutscht. Immer wieder kontrolliert die Heilpraktikerin mit geschultem Blick, ob sich die Stellung der Wirbel bereits verbessert hat. Am Ende ist es heute zwar noch nicht perfekt, aber wesentlich besser als zuvor. Ja, also ich kam ja doch mit etwas Beschwerden, Ziehen, Zerren in der Wirbelsäule, auch das Knie beim Wandern habe ich gestern gemerkt. Und ich fühle mich jetzt wirklich leichter. Es ist mir schön warm und angenehm. Ja, ich kann sagen, es hat sich gelohnt, hierher zu kommen, auf jeden Fall. So hat sich der Zustand offensichtlich verbessert. Und Petra Brutscher wird nicht zum letzten Mal entspannt die Praxis verlassen. Ja, und ich verlasse jetzt ganz entspannt das Studio und genieße noch ein wenig das schöne Wetter. Davor aber gebe ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick auf die Sendung von morgen. Dann geht's nämlich auf einen Katamaran auf dem Bodensee. Warum? Das verraten wir Ihnen natürlich erst morgen. Außerdem im Programm mehr Informationen zum geplanten Zusammenschluss der Kreiskliniken Unterallgäu mit dem Klinikum Memmingen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.